William Riker auf der Brücke. Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Create Live. Ja, Minecraft Create Live kommt leider nicht so oft wie Vintage Story. Liegt daran, dass das nur so ein kleines Nebenprojekt ist, wo ich ab und zu mal was mache. Und ihr mir quasi, wenn ihr möchtet, auch mit zuschauen könnt. Erwartet daher auch nicht zu viel und auch keine allzu große Kompetenz, würde ich jetzt einfach mal sagen. Denn ich habe nämlich schon wieder vergessen von der letzten Folge, was ich jetzt da machen wollte. Ich weiß, dass es irgendwas mit Brass zu tun hatte, deswegen haben wir auch den Place Burner gebaut. Und naja, wir gucken einfach mal. Ich glaube, wir wollten so eine komischen Dinger herstellen. so eine Misch. Gut. Ich werde jetzt hier erstmal noch ein, zwei Bäume pflanzen. Ich werde die außenrum pflanzen. Ich glaube, das ist effektiv. Wenn ich die hier außen hinsetze. Zack. Zack, zack, zack. Ob die jetzt in der Mitte was bringen, weiß ich nicht. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich einen Schalter mit dran bauen kann, damit ich das anhalten kann, um es aus der Kiste rauszunehmen, solange wir dort noch kein automatisches Ausgabesystem haben. Genau. So, ich hatte mal geguckt, ich glaube, wir wollten sowas hier bauen. Die Precisions Machinism, irgendwas auch immer, Gedöns. Warum jetzt genau, weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß leider nicht mehr, wofür wir die alles brauchen. Rotation Speed Controller brauchen wir die. Achso, wir brauchen die eigentlich nur für diesen Greifarm und diesen Rotation Speed Controller. Oh. Na egal. Müssen wir mal schauen. Hatten wir jetzt eigentlich schon Brass hergestellt? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wir holen uns mal Zink und Andesit. Ich glaube, das war... Oder warte mal, wir gucken erstmal... Ah, Moment. Wir haben hier... Brass Sheets. Wir haben ja schon Brass Sheets drin. Und Andesit Alloy. Das hier unten, was ist das? Eisen. Und hier haben wir Zink. Ich muss mal schauen. Brass wird 1:1. Achso, mit Kupfer und Zink. Mit Kupfer und Zink. Copper Ingots. Nehmen wir einfach mal raus. Und Andesit. Moment, guck mal, wir haben hier. So, gut. Wir hatten jetzt zu viel. Ich weiß jetzt nicht. Mal schauen. Wir brauchen noch was zu burnen. Wir brauchen noch was zu brennen. Haben wir Kohle? Ja, Kohle, klar. Natürlich haben wir jede Menge Kohle. Die müsste hier noch drin sein. Oh oh. Haben wir etwa nicht mehr genug Kohle? Achso, warte mal, das ist ja Quatsch. Was habe ich denn hier gemacht? Weil hier oben kommt ja... Ach, nee, ja. Die Kohle kommt ja eigentlich... Ja, okay, gut. Ach ja, total schon wieder alles total Banane hier. Total Banane. Ich trinke erstmal leckeren grünen Tee. Mmh, ist ja lecker. Ist ja heiß. So. Ich weiß leider nicht, wie lange der brennt. Das werden wir sehen. Gut. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Wir schmeißen das rein. Hallo? Sollte der jetzt nicht automatisch erkennen? Hallo, da ist jetzt was drin. Oder muss der Kessel erst warm werden oder sowas? Copper Ingot. Zink. Ach so, Mensch. Och Mensch, ich bin auch dumm. Ah, warum sagt man? Mensch. Zink. Zink. Wie komme ich denn auf Andesit?
Irgendwie war ich jetzt auf Andesit aus. Ich bin mir da jetzt auch nicht sicher, warum. So, wir brauchten Zink. Zink-Ingots. 64, jawohl. Mensch, Frosch im Hals. So, jetzt aber. Geht's los? Ah, so kann man sich manchmal irren. Rein damit. Oh. Jetzt. Ja, auf jeden Fall. Kommt es jetzt gleich raus? Mal gucken. Ah. Ich hatte ja hier letztens angefangen, diese Dinger hier hinzusetzen, aber das hat ja nicht so ganz funktioniert. Ich weiß noch, dass ich da übelst lange rumgefummelt habe, bis dort was passiert ist. Und jetzt müssen wir mal gucken. Mal. Ich glaube, ich hatte mir das mal angeguckt. Ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Ah, da müsste ich mir vielleicht nochmal einen Tutorial oder sowas angucken. Weil ich glaube, man musste dann ein Gear reinsetzen. Also ein Zahnrad mit dem Sheet, den man hier herstellt. Also erstmal müssen wir hier das da drauflegen. Dann macht das Bam, Bam, Bam. Und wir holen uns in der Zeit mal noch ein paar Gears. Dann können wir das mal testen, ob das funktioniert. Ich weiß leider nicht, ob wir das in der letzten Folge schon mal ausprobiert hatten. Hatte ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut. So, die Cogwheels. Die kleinen und die großen. Und dann Iron Nuggets brauchen wir noch. Na, mal gucken, ob wir das irgendwie zusammengefummelt kriegen. Ansonsten muss ich mir tatsächlich mal noch einen irgendwo Wiki nachlesen oder so. Iron Nuggets. Ich denke mal, das reicht. Und dann werden wir ja sehen, ob das funktioniert. Ich glaube, wir müssen nämlich eins hier drauflegen. Ne, warte mal. Nur eins, bitte. So, eins drauflegen. Und das Cogwheel in die Hand, dem Ding in die Hand geben. So, genau so. Jetzt hat er das nämlich in der Hand und sollte das eigentlich dort reinpacken. Aber die Frage ist, wo ist mein Ranch? Die Frage ist, wie genau... Okay, Brass Sheets sind fertig. Ich hatte es letztens, glaube ich, schon mal ausprobiert gehabt in der Kreativwelt. Deploy Cogwheel. Also Deploy Cogwheel. Also es muss auf jeden Fall da reingesetzt werden. Ach, eine Golden Sheet. Ach, Mensch. Ach, ich bin so... Oh, ich bin so dämlich. Golden Sheet. Wie komme ich denn auf Brass? Leute. Oh. Ey, wie kann man denn nur so verpeilt sein? Ich verstehe das nicht. Unglaublich. Gold Ingots. Wir nehmen mal... So viel brauchen wir jetzt nicht. Ich probiere das mal mit einer goldenen Platte. Mit einer goldenen Platte. So, dann lege ich das mal hier drauf. Macht Spam. Zack. Dann haben wir eine Platte. Und dann packen wir das. Ah, guck mal hier. Jetzt haut das nämlich hin. Und dann nehmen wir nochmal ein. Zack. Und
Dann nehmen wir noch einen Iron Nugget. Warte mal, der zeigt jetzt mit dem Finger da drauf. Ey, man zeigt nicht mit Sachen auf mit dem Finger auf irgendwelche Sachen. Hallo? Zack. Und ist das jetzt fertig? Und ich glaube, wir müssen das... Ich glaube, wir müssen das fünfmal machen. Ich glaube, ich habe gesehen, dass wir das fünfmal machen müssen. Oh nein, fünfmal. Scheiße. Okay, gut. Also, nochmal. Moment. Ich pack das mal hier unten rein. Wo sind jetzt diese... Ach, die hat er in der Hand. Okay, das tauschen wir mal aus. Mann! So ein... Zack. 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 Okay, 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 okay. Zack. 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 Irgendwann wird er wahrscheinlich auf. Ist das das jetzt, was hier raus? Hallo? Wo ist es denn hin? Hä? Willst du mich rollen? Hallo? Ich habe doch gerade eben... Wo ist es denn jetzt hin oder habe ich es kaputt gemacht? Okay, wir machen mal. Wir machen das nochmal. Das kann ja gar nicht sein. Vielleicht haben wir es tatsächlich zerstört. Ich weiß es nicht. Also erstmal ein kleines Wheel. Das ist jetzt da drinnen, genau. So. Dann kommt ein großes Wheel. Das ist jetzt auch da drinnen. Nehmen wir das da raus. So, okay. Dann kommt das. Also es müsste ein Nugget übrig bleiben, sozusagen. Ein Nugget muss übrig bleiben. das ist... So. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das kommt jetzt das? Oder ist das jetzt final? Nee. Ah, jetzt ist es fertig. Jetzt haben wir es doch. Und wenn ich jetzt nochmal... Macht er das kaputt, ne? Dann macht er das bestimmt kaputt. Das müssen wir austesten, damit wir das wissen. Nee. Okay, gut. Dann ist es fertig. Dann ist das, Ach so. Okay, alles klar. Ich sehe es gerade. Das ist mir nämlich gerade eingefallen. Random. Man hat nur eine Chance von 80%, dass das was wird. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich rollen? Wollt ihr mich eigentlich rollen? Alter, das ist unglaublich. Okay, wir müssen... Vielleicht sollten wir da irgendwie so eine Produktionsstrecke bauen. Ich weiß leider nicht, wie wir das füttern können. Weil es muss ja irgendwie möglich sein, vielleicht mit einem Trichter oder irgendwas, dass wir das da irgendwie reinmachen. Deswegen werde ich mir mal so einen Trichter holen. Ich glaube, ich habe hier irgendwo was. Ich habe übrigens auch... Ja, stimmt. Ich hatte letztens gespielt gehabt. Da hatte ich genau diese Chutes vorbereitet. Diese Chutes brauchen wir ja auf jeden Fall. Weil ich ja, wie gesagt, was Cooles bauen wollte, um die Items aus der Höhle... Oh, ein Creeper. Aus der Höhle oder aus der Mine nach oben zu transportieren. Aber wir werden jetzt erstmal testen, ob wir das hier reinpacken können. Geil, das funktioniert. Das funktioniert. Das heißt, wir könnten diese Dinger immer hintereinander setzen. Als Produktionsstrecke, sodass es fünfmal passiert. Dann halt quasi
so ein Förderband nehmen, ne, so ein Förderband, und dann können wir die Dinger produzieren lassen. Das wäre natürlich richtig mega. Wir müssten dann halt quasi bloß das Förderband, wie gesagt, hier beginnen, nach da drüben. Weiß gar nicht, ob das reicht. Und ich glaube, da hat es gescheitert an. Daran hat es gescheitert, dass wir das ein Problem hatten, die Dinger immer dran zu setzen, diese Hände zu setzen. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, das ist der Smoker. Okay. Hier sind sie nämlich. Ich brauch mal noch. Weil ich wusste nämlich, glaube ich, beim letzten Mal nicht so richtig, wie ich die da ransetzen soll. Zack. Genau, das war nämlich immer mein Problem. Das war immer mein Problem, dass die Dinger sich immer gedreht haben. Habe ich jetzt irgendwie noch was in der Hand, was ich... Ne, ich brauche ein bisschen Erde. Warte mal, ich brauche mal ein bisschen Erde, dass ich mich irgendwie hochbauen kann. Das, warte mal. Ja, die 7 Stück reichen aus. Zack! Ah, okay. Vielleicht, ich glaube nämlich immer, das hat auch was zu tun, von wo man es ansetzt. Jetzt ist es noch von unten, okay. Wenn ich das jetzt Shift gedrückt halte. Ha! Shift gedrückt halten, alles klar. Jetzt teste ich, jetzt mache ich meinen nächsten Test. Ich möchte das gerne nämlich jetzt direkt dort ansetzen. Also quasi direkt hier dran. Jawohl. Okay, cool. So. Kleines Rad. Und dann könnte man den Trichter... Den Hopper. Wieso habe ich... Hatte ich 2 Hopper davon in der Tasche? Gerade unsicher. So. Und dann könnte man jetzt die großen Räder reinmachen. Ne? So hier. Packe ich hier die kleinen rein und hier die großen. So. Achso, der setzt das hier. Okay, wir brauchen nochmal so einen Teller. Beziehungsweise dann später die... Das ist, ja, das, ist es Quatsch, der setzt ja... Das soll der ja dann nicht hinsetzen. Okay, das ist aber nicht so wild, das können wir da so... Das können wir ja so lassen. Dann machen wir nämlich die andere Hand auch noch daneben. Und dann haben wir 3 Stück. 3 Hände. Theoretisch. Theoretisch müsste man das vielleicht... Mir braucht gar nicht so groß. Wir lassen das einfach nochmal durchlaufen. Also das geht quasi hier raus und dann geht es hier hinten rum. Und geht es nochmal durch. Ich glaube, das ist dann auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das entsprechend so zu machen. Und deswegen würde ich nämlich jetzt gleich mal die Mechanical Belts nehmen. Da könnte man ja auch mit Trichtern arbeiten irgendwie, ne? Mit Trichtern. Moment, wo? Ich hatte doch gerade hier... Ach nee, Moment. Ich schleppe die ganze Zeit das Andesit hier mit mir rum. Und das brauchen wir gar nicht. Quatsch, das Zink. Zink Ingots. So. Zink Nuggets brauchen wir. Ach Quatsch, nee. Blödsinn. Wie komme ich denn jetzt auf die... Nee, wir brauchen Eisennuggets. Eisennuggets, die haben wir hier. Eisennuggets. So. Wir haben hier ein paar Shafts. Die packe ich mal noch ein paar dazu. Da weiß ich jetzt nicht, ob die reichen. Kleine Gears müssen wir noch machen. Ich sehe keine kleinen Gears mehr. Die werden wir wohl brauchen, um das nochmal umzuleiten. Und wir brauchen auf jeden Fall eine Kiste, eine Holzkiste und Eisen. 1, 2, 3, 4, 5 mal Eisen und Holz. Für eine Holzkiste brauchen wir
wo haben wir hier das meiste drin? Ich glaube, von dem Spruce Logs 1, 2. Ah, ne, warte mal. Wir nehmen das hier. 1. Ach, Manu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee. Auch nur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. So. Okay. Eine Kiste. Und jetzt machen wir daraus einen Hopper. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht ein anderes Texture Pack spielen sollte oder so. Bin mir da jetzt unsicher, aber eigentlich gefällt mir das so. Könnt ihr mal unter das Video schreiben, wie euch das gefällt, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht wollt. So, Iron Nuggets. Zack. Rein damit. So, da haben wir Iron Nuggets da drin. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir sollten vielleicht, wir sollten das vielleicht mal rausnehmen hier. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da drin hat. Scheiße. Ah, wir hätten das vorher, Okay, wie viel sind da drin? Wie viel hatten da jetzt hier drin? Sieht man leider auch nicht, ne? Sieht man leider nicht, wie viel, was der an Anzahl da drin hat. Ah, jetzt ist leer. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Okay, gut. Ich würde sagen, wir bauen das in der nächsten Folge weiter.